So, damit kommen wir zu Doom 2, Map 2 mittels Doom for Vanilla. Die wahrscheinlich geilste Mod, die ich jetzt die letzten Wochen gefunden habe. Log Game. Ich weiß gar nicht, hat eigentlich von euch nämlich jemand noch Doom 1 und 2, also wirklich The Original Doom 1 und 2, wirklich als DOS-Game? Oder bin ich der einzige Mensch, den ich kenne? Weil so die Leute, die ich kenne. Ach komm hier. So, weil so von den Leuten, die ich halt kenne, hat halt keiner Doom. Viele kennen Doom. Aber entweder haben die früher immer nur als Shareware gespielt, ich selbst ja auch. Hey, die haben ganz schön heftigen Damage, die Fischer. Das war jetzt nicht gesund. Klar, Lost und Shotgun einfach mal mitten ins Gesicht. Ist gesund. Ja, von daher könnt ihr mal gerne in Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt, also wenn ihr Doom habt als Vanilla. Wäre ganz witzig. Also jetzt nicht im Sinne witzig, jetzt nicht witzig im Sinne von ich lache euch aus, sondern weil es ja doch schon ein bisschen älter ist. Das Schöne an Vanilla Doom ist, da kann man noch ein bisschen raufschlagen, ohne direkt zu sterben. Wobei ich auch gerade doch gar nicht weiß, in welchen Schwierigkeitsgrad wir überhaupt spielen. Kann man das jemand sagen? Beziehungsweise kann ich selbst mal gucken. Nummer 2, das. Oh, Ultraviolence. Wow, die haben sogar das nachgebildet. Nicht, dass es nicht nur hier die ersten vier gibt, sondern auch noch Ultra Nightmare, was man ja aus Doom 4 kennt, ne? Nett. Oh, das Ding ist schon aufgegangen. Okay, dann müssen wir mal auch mal aufräumen. Oh, wow, wieso haust du mich, du Wichser? Ich habe deine Mutter geftötet. Achso, ja, wow, dann muss ich ja hier lang rauf. Und jetzt, Geronimo. Oh, meine Muni ist voll. Ich hole mir jetzt kein Backpack. Für die vier Folgen, die wir hier gerade spielen, nutze ich das nicht. So, brauchen wir die rote Karte. Bitches, ich bin weg. Vor allem, die haben auch die Behavior richtig angepasst. Das heißt, du brauchst für, um dieses Map-Pack unter Vanilla Doom zu spielen, brauchst du auch so eine Dehacked-File. Weil das hier natürlich auch ein bisschen ins Gameplay eingreift. Und gerade bei den Pinkies merkt man zum Beispiel richtig gut. Die fallen sich nämlich so wie bei Doom 4, dass sie wirklich Anlauf nehmen. Also hier nehmen sie keinen Anlauf, sondern sind mit einem Mal natürlich schnell. Aber eben, dass sie halt relativ schnell bei dir sind. Das ist schon nicht schlecht. Hallo. Hallo. So, machen wir mal hier ein bisschen Ordnung, ne? Und doppelte Schussflinte. Geilo Mato. Jetzt haben wir die Waffen der Götter. Quasi. So, die Rüstungskäfig heben wir uns mal auf. Die kann man immer noch mal gebrauchen. Was ist hier los? Stört hier einer rum, Alter. Gibt's ja. Hier hinten sind auch noch alle aktiv. Warum das denn? Alter. Ich sterbe. Ich sterbe wirklich.
Okay, funktioniert nicht. Alle weg, alle weg. Wo sieht's hier aus? Ganz schön dunkel hier. Nein, schieß doch. Danke. Alter, 22% Leben. Wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen, denke ich mal. Vor allem ist das hier einfach mal scheiße dunkel. Da sieht man ja seinen Arsch nicht mehr. Okay. So, haben wir noch irgendwo Health Packs? Ne, hier haben wir alles mitgenommen. Oh ja, 95%. Mal gucken. Dann haben wir noch diese schöne Rüstung, die wir mitnehmen können. So, hier waren auch keine Aspekte mehr. Schade eigentlich. Gut, dann würde ich mal sagen, laufen wir einfach mal direkt ins Ziel rein. Passt doch. Okay. Jo, war doch gar nicht mal so schlecht. Für ein zweites Level auf Ultraviolence. Vor allem, ich merke gerade echt, in letzter Zeit spiele ich extrem viel Vanilla. Also, ich bin gerade dabei, so alle Mega-Watts, die ich kenne, also so eine Doom 2 Reloaded und hier Hellbound und sowas alles, die spiele ich alle gerade nochmal komplett in Vanilla. Also hier. In meinem GZ-Environment, was auf Vanilla-Gameplay ausgelegt ist, also quasi genauso wie wir es jetzt hier gerade gespielt haben, beziehungsweise so wie wir das Vanilla-Doom-Let's Play aufgenommen haben, genau in so einem Environment spiele ich gerade auch nochmal extrem viele Maps jetzt so privat auch durch. Und muss sagen, gerade wenn man so eine ganze Weile lang wirklich nur Brutal Doom gespielt hat oder Project Brutality, dann ist wieder Vanilla-Doom zu spielen echt eine geile Abwechslung. Also das ist... Macht richtig Fun. Macht echt Fun. Was ich in letzter Zeit tatsächlich weniger spiele, ist Doom for Doom. Fällt mir mal gerade so auf. Also jetzt, abgesehen von dem Let's Play, aber eben, wenn man das Let's Play mal außer Acht lässt, ich spiele kaum noch Doom for Doom. Ich weiß gar nicht warum. Weil im Let's Play macht ja Spaß, aber irgendwie, wenn ich so den Privat spiele. Nee, lass mal Vanilla spielen. Ja, keine Ahnung. Ist halt so. Gut, in dem Sinne dann, bis morgen.